Hallo Leute, ja, recht herzlich willkommen. Wir sind hier unterwegs mit Mordrak seinem Video habe ich mir jetzt die Inspiration geholt, was wir alles machen müssen können und es läuft halt schlecht und er hat ganz viele Tipps dabei gehabt. Das Video könnt ihr euch, guckt mal nach Mordrak, den Kanal von ihm und dann könnt ihr da die Videos sehen. Er hat auch schon mal früher was für mich gemacht, habe ich gesehen. Das habe ich auch damals schon angeguckt und naja, ich versuche jetzt mal ein bisschen was hier mit dem Essen zu machen, was er hier so tippt hier in der Küche. Muss mal Licht rein, damit die Effektivität da gesteigert wird und so. Ich sag mal, wir schauen ins Logo und dann gucken wir uns das mal alles an. So, dann gehen wir mal in die Küche. Die Küche hat er ganz klar gesagt, muss erstmal eine Lampe rein, damit, wenn das Licht ist, wo war denn der? Unter dem Möbel war die Lampe, ne? Oder? Ja. Er hatte Tageslichtlampe, war die. Ne, die ist es wohl nicht. Die ist es. Die kommt hier rein und dann hat er auch wunderbar erklärt. Das wusste ich gar nicht, das ist schon mal neu für mich, dass wenn man jetzt hier guckt, wo dieses Fadenkreuz hier an der Lampe ist, da ist die effektive Stelle, wo so eine beleuchtete Stelle sein muss, damit diese Sachen wie der Matcha, der Dingens und der Kochherd hier dann effektiv positiv wird, ist dadurch sogar abgedeckt. Können das ja mal schauen, warte, wie war das bei Nahrung? Gehen wir mal gerade hier da, seht ihr, wo jetzt das Kreuz ist? Das ist immer da, wo hier dieser Stecker ist, das heißt, da steht der Dupe eigentlich, er hatte mir das anhand des Dingens hier erzählt. Sag schon, ach, wie heißt das Ding jetzt? Komm, Steinbrecher. Der Dupe in der Animation steht hier. Aber das ist gar nicht das entscheidende Feld. Das entscheidende Feld ist hier in der Mitte. Da ist das Fadenkreuz. Und da ist es wichtig, dass er dann da sozusagen, sag schon, Licht hat, weil dann wird es effektiver. Tja, gut. Dann hat er gesagt, soll ich mal da zwei Bewegungsmelder machen, weil der Raum kann nicht mit einem abgedeckt werden. Das müsste ja bei Automatisierung sein, oder? Jetzt so, jetzt kommt Automatisierung langsam ins Spiel, wo ich ja so gar nicht mich in dem Spiel auskenne, ne? Ich sehe jetzt hier keinen. Ist der? Oh, hätte ich mal geguckt, wo er den weg hatte, ne? Tiersensor? Nee. Wo ist denn dieses Ding? Ist das irgendwo bei Strom hier mit drin? Wohl auch nicht, ne? Klima, Station, Möbel, Medizin, Veredelung, Lüftung, Sanitär, Nahrung. Es muss doch bei Automation sein, oder? Ah, da ist er doch, Bewegungssensor. So, den. Hat der, warte mal, wo waren wir? Hier ist die Küche. Es deckt jetzt nicht diese Stelle ab und die Stelle ab. Also hier würde er stehen und da würde er stehen. Das heißt, ich wäre immer ein Feld leider draußen. Das heißt, wir müssen hier zweie machen. Einmal hier ein und einmal da ein. So, dann mit Kabel verbinden. Eine Brücke brauche ich nicht, ich brauche nur eine Leitung. Die einfach verbinden. Und mit der Lampe verbinden. So, dann passt das. Strom braucht die Lampe natürlich auch. Die müssten wir noch gerade auch noch haben. Und naja, überlastet ist das ganze Netz sowieso. Das hat er aber mir auch schon früher mal geschrieben und jetzt wahrscheinlich auch geschrieben. So, das heißt, die können jetzt hier das bauen, dann wird es hier besser. Wir gucken mal gerade in die Vitalwerte. Das war ja natürlich ein ganz großes Problem bei dem Spielstand, den er gekriegt hatte. Sättigung ist tatsächlich jetzt hier relativ gut, wie man sieht. Ist das schon sortiert? Ah, da ist sortieren. Machen wir andersrum. So, 1112 in dem Spielstand war ein Mieb, war das, glaube ich, der hatte 212. Ja, jetzt schon 1630. Also da verhungert keiner. Und der Kommentar war natürlich krass. Ja, ich habe immer das Glück, ne? Und da ist tatsächlich dann auch noch ein Hilfspaket gekommen mit Essen. Und ja, so ist das halt, ne? Gut, das haben wir. Aber Ernährung war dann auch noch ein Thema. Nee, Ernährung. Warte mal, wo waren wir beim Zeitplan waren wir, da müssen wir definitiv hier den dritten Zeitplan. Der ist der gleiche wie der erste, da habe ich wohl mal was gemacht und dann ist das wohl schief gelaufen, ne? Da müssen wir mal gerade hier diesen dritten Plan müssen wir anpassen, weil Ren ist in der Küche tätig und Lindsay ist in der Küche tätig und ja, das ist jetzt dann nicht so toll, wenn die beiden Köche in der gleichen Dingen sind. Lindsay soll dann definitiv hier rein und wir werden jetzt hier die Zeiten ein bisschen ändern.
Dies ist ja eine Nachtschicht, aber eine zweite Schicht, ja, die sollten vielleicht auch nachts schlafen, weiß ich, aber ja, müssen wir mal schauen, dass wir das jetzt hier anpassen. Wir machen mal die Badezeit hier so hin, dann machen wir die Freizeit. Ich glaube, er hatte auch drei gemacht. Ich glaube, drei ist ja auch immer besser wie zwei oder sowas. Und vielleicht sollten wir nicht die Freizeit, doch machen wir die Freizeit. Ich glaube, die Freizeit, nee, das war jetzt verkehrt hier. Hier oben muss ich klicken. Das machen wir wieder blau. Ich glaube, man sollte nach der Freizeit dann das so machen. Ah, nee, warte, jetzt habe ich das ja voll verpeilt. So machen wir das. Jetzt nochmal hier hin. So, das machen wir alles so. Und dann können die zu einer anderen Zeit arbeiten wie die und die. So, das ist jetzt hier und da oben. Ja, da ist Arbeiten, Arbeiten angesagt. Hier ist Schlafen angesagt. Passt, ne? Ja, ist jetzt ein bisschen anders, aber ich glaube, das passt schon soweit. So, wir haben jetzt zwei Küche auf jeden Fall da dran. Ne? Gut, was hatten wir noch? Das mit der Ernährung. Also, das müssen wir nicht hier machen, das müssen wir hier machen. Hat der Mordrak geschrieben, den frittiert. Nee, warte, ist das der frittierte Matsch? Nee, der war das gar nicht. Hier waren wir, glaube ich. Matschriegel. Das Läusebrot sollte unendlich stehen. Der Bärenmatsch, den machen wir hier auch unendlich, obwohl er nicht. Also wenn er kommt, dann sollen sie ihn machen, ne? Machen wir jetzt. Weil das eine sehr gute Nahrung ist, die nicht verdirbt. Gibt auch gut Moral, wie man hier sieht. Das Läusebrot auch. Der Matsch war bei ihm in dem Video dann dafür da, dass die sofort Essen haben. Brauchen wir jetzt nicht, deswegen würde ich den jetzt tatsächlich erstmal weglassen. Sondern nur das Läusebrot machen, ne? Aber brauchte ich nicht dafür? Na, das werden die schon wissen. So, und dann gehen wir hier nochmal rein, weil hier war auch was. Das haben wir. Barbecue sollte man auch unendlich machen. Das hier wäre negativ, wenn ich das habe. Das machen wir also mal weg. Knorpelbeere, frittierter Pilz auch für immer. Und wenn irgendwo ein Ei rumliegt, das Omelett auch für immer machen. Frittierter Matsch, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob der gut ist oder schlecht ist, aber. Moral bleibt null, fürchterlich schmeckt da, würde Kalorien ein bisschen steigern. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, ob er das gemacht hat oder nicht. Aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal weg und das reicht erstmal so. Gut, das ist das Kochen. Strom ist definitiv ein Problem, da sehen wir gerade, achso, wir haben noch nicht laufen lassen, ne? Deswegen ist da noch nichts aktuell. So, ein paar Sekunden laufen lassen, dann wandelt sich das hier passend, ne? So, hier ist. Ja, Eier aufschlagen. Wir hätten sogar ein Läuse-Nymphen-Ei wohl da, ne? Weiß aber nicht gerade wie viel. Aber lass das mal machen, oder? Das brauchen wir jetzt nicht. Und das war auch, glaube ich, später im Video, was ich jetzt in diesem Video nicht machen wollte. Hier, da ist nämlich der tolle Nymphen. Mach mal die Tür auf und mach mal die Tür auf. Vielleicht verschwindet der ja mal, weil ich weiß jetzt gar nicht, wer war das, Ellie oder wer da schläft. Die hat da nämlich ein Problem mit, dass die nicht ausgeruht schlafen kann. Haben wir jetzt gerade auch gemacht. Hatte ich aufgewischt? Ich glaube, ich hatte eben aufgewischt, aber irgendwo was mit Wasser. Ach, das war hier unten, ne? Hatte ich die Aufgabe gegeben? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Wir gucken ja immer wieder rein. So, den Matcha haben wir gemacht. Wir haben das gemacht. Wir kümmern uns darum, dass hier effektiver gearbeitet wird. Dann hatte der Mordrak hier noch gesagt, hier sind sowieso zu viele drinne. Der ist ja eingeengt. Das heißt, den können wir mal angreifen. Aber warte mal, da müssten wir mal schauen, wer der Älteste ist. Weil irgendeiner ist jung, glaube ich, hat er geschrieben. Den lassen wir mal leben und die Älteren machen wir als Sofortnahrung. Wo ist denn das Alter jetzt? Hier 29 von 75, 9,75, da ist der Jüngste und da ist auch 29 von 75. Das bedeutet, den angreifen und den angreifen. Da wird gebrütet, da ist dann noch einer. Und hier haben wir noch einen, der ist 14 Jahre alt. Und hier der ist 68, das heißt, den können wir sowieso angreifen. Den anderen lassen wir drin und passt. Hier haben wir noch einen Kompaktpuff. Den wollte ich aber eigentlich zusehen, dass der ja auch woanders hinkommt. Eigentlich sollte einer von denen hier unten noch rein, oder wie war das? Ne? Aber wir können jetzt hier mal die Tür zumachen, glaube ich. Das bringt ja sowieso nichts. Ist die Tür, die ist offen. Die machen wir zu.
Ich würde den erstmal hier weg haben wollen. Das heißt, mach das mal offen und mach das mal offen. Den bringe ich jetzt nicht um, sondern ich will den hier irgendwo rüber haben, dass wir da irgendwo weiter mit arbeiten können. Hier ist ja auch noch einer. Der müsste eigentlich hier raus. Und hier, den hat er auch umgebracht, aber eigentlich sind die ja für Sauerstoff produzieren da, oder wie war das, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Warten, das lassen wir erstmal so noch, wie es ist. Hier ist Knorpelbeerentechnik, da versuchen wir gerade zu kühlen. Es ist aber insgesamt trotzdem hier noch zu warm, ne? Ach ne, ist Atmosphäre tatsächlich und nicht die Wärme momentan das Problem. Ist das hier auch so? Na, hier ist noch Körpertemperatur. Ich glaube, der hatte auch noch Körpertemperatur, ne? Da arbeiten wir gerade mit der Keuchwurz dran und wollen hoffen, dass das ein bisschen besser wird. Aber hier unten müssen wir mal, glaube ich, auch wischen. Einfach aus dem Grunde, weil wir es irgendwann nicht mehr aufwischen könnten, ne? Jetzt geht's noch. Gut. Wann kommt der aktiv hoch? Wo sehe ich das jetzt? Wenn ich drauf bin, ne? Oder? Ne? Nächste Aktivität in 22,5 Zyklen. Das ist auch noch so eine Sache. Gut, Kampf haben wir. Wir haben kein Essensproblem momentan, obwohl wir insgesamt natürlich eins haben. Ja, wir hatten irgendwie das Hilfspaket gekriegt, das war ganz gut. Aber wir müssen uns auch mit der Temperatur hier noch irgendwie befassen, weil die liegt ja auch hier so. Wir müssen aufpassen, dass das hier nicht reinkommt, die Temperatur. Da arbeiten wir aber jetzt auch gerade so ein bisschen dran. Ich möchte ja eigentlich hier diese Wand auch weiter hoch haben, dass die Wärme nicht drüber kommt. Dafür drücke ich hier momentan auch alles rein, ne? Den können wir zerlegen, den können wir zerlegen. Der kann dann jetzt auch zerlegt werden. Und da müssten wir jetzt noch was ausbauen. Nämlich die vier können wir wegmachen, damit wir den dann auch zerdrücken können. Das sollte dann erstmal funktionieren soweit. Der kann aber auch weg. Ah, ne, den muss ich hier graben. So, der kommt weg, der kommt weg. Wenn der weg ist, kann ich den. Warte, da können wir jetzt auch schon sagen, mach da einen hin, damit der wegkommt. Ja, wir können bei allen schon sagen, dass es so ist, ne? Gut. Die kommen weg. Damit der dann gebaut werden kann. Aber warte mal, den. Machen wir das nochmal abbrechen. Erstmal den, damit sichergestellt ist, dass der hier als erstes gebaut wird. Nicht, dass dann doch was entfleucht. Obwohl, mittlerweile ist es, glaube ich, auch egal. Weil wir haben hier schon ordentlich viel drin. Gut, aber nicht schlimm. Wir arbeiten daran, dass das erstmal so ist. Ich glaube, das hat der Mordrak sogar selbst geschrieben, dass ich das auch so schlecht da gerade habe. Ne? Machen wir hier eine Leiter. Nee, die Leiter brauche ich nicht. Ich kann das ja von oben abbauen. Geht auch, ne? Das würde bedeuten, wir machen mal hier noch einen längens hin. Einen Boden hin. Ja, und da müssen wir mal schauen. Temperatur ist klar. Die müssen wir noch weiter vorantreiben. Wenn der Boden da ist, warte mal, dann können wir auch noch einen zweiten dahin setzen. Achso, und Essensraum müssen wir auch noch einen neuen machen. Den hat er hier, glaube ich, auch so eingerichtet irgendwo. Ja, vielleicht hier oder sowas, weiß ich nicht. Obwohl, das hatten wir ja noch eine Farm, die wir bauen wollen, ne? Ja, aber ich glaube, hier irgendwo hat der Mordrak das dann gemacht. Den Essenssaal, weil hier sind nur 7 Plätze. Wo ist er jetzt? Da. Wir sind mittlerweile mit 14 Dupes unterwegs. Da müssen wir definitiv auch noch dran arbeiten. Gut, aber lass mal gerade jetzt laufen. Schauen wir, wie es weitergeht. Wie ist es hier jetzt gerade? Mit den Fertigkeiten haben wir da jetzt. Guck mal, der könnte jetzt hier tatsächlich eine Fertigkeit dazu kriegen. Verbessertes Basteln, machen wir mal. Der ist noch zu knapp dran. Der auch. Der ist schon drüber. Hier würde was gehen. Aber alle Herzen sind da. Das nächste wäre hier. Dann müssten wir das hochmachen, wenn wir. Naja, weiß ich nicht. Ja, komm, wir machen mal einfach da einen weiter. Hier nochmal. Ja, das ist mir zu nah da dran und das ist schon zu weit drüber. Er hat auch 3 Punkte schon frei, ne? Okay. Sollten wir hinkriegen. Und wir müssen gucken, das mit dem Strom hat der Mordrak auch geschrieben. Da brauchen wir definitiv dickere Leitungen. Waren das hier die 2 kV? Hier, das geht mir trotz alledem dann kaputt, hat er gesagt.
auch wenn das andere hier, jetzt habe ich da unten einen zu viel Laub gemacht, den abbrechen. Und das ist eine Brücke, ne? Eine Starkstrombrücke. Ach, jetzt war unser Starkstromproblem mit dieser Brücke dann da oder was? Aber wofür ist das eine Brücke? Ach, das ist... Ha? Nee, warte mal. Das ist eine Starkstromleitung, das braucht keine Brücke sein, ne? Oder? Ach, das ist, weil das dünne Kabel sind... warte mal, das ist das ganz dünne Kabel, das ist das dickere. Ich glaube, jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht, ne? Kann das sein? So ist es richtig, ne? Oh Mann, das... also was, wir machen das nochmal so mit Abbrechen gerade. Dann gucken wir uns das nochmal richtig an. So, das, das und das. Ach, das ist... Ja, das passt schon so, ne? Dann ist das aber direkt angeschlossen, oder wie sehe ich das? Ah, das ist das Problem. Oh, jetzt haben wir das, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Warte mal, aber irgendwo war jetzt hier, das hat der Mordrock mir auch geschrieben, da kann ich was wegschneiden, ne? Ah, das wird jetzt komisch. Ob sie das jetzt machen? Jetzt habe ich bestimmt den Salat, der irgendwie wetten. Trennt Leitungen und Anschlüsse auf. Also hier kommt die dicke Leitung dazu, dann wird sie runter von mir dahin. Rein theoretisch ist es hier mit den dünnen Leitungen sogar egal gewesen, weil ne, der macht mir ja eine niedere Spannung. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. So, und hier war auch irgendwas mit Batterie, die ich noch brauche. Und das ist hier vielleicht schlecht oder so mit der Einstellung. Mach mal hier höher, glaube ich, auf 20%. Und hier machen wir nur auf 80, weil die laufen irgendwie länger, hat er, glaube ich, geschrieben. Dann ist das schon mal besser. Und da oben hatten wir, glaube ich, noch mal so einen Fall. Bei der Batterie, dann machen wir das auch. 80 und hier machen wir mal 20, glaube ich. Bei 20 springt es dann an, ne? Oder wie war das? Unterer Schwellenwert. Gut, machen wir so. Ja, wir haben noch ganz viel zu machen und die Folge ist aber schon wieder voll und ja, wir müssen gucken, wie es weitergeht. Wir haben jetzt 3600 Kalorien, ist ein klein bisschen besser und hoffen auch, dass es noch besser wird. Hier ist noch kein Licht an, oder? Aber da kommt gerade tatsächlich ein Sensor. Bedeutet das, dass jetzt gleich Licht ist? Ne, hier ist gerade gar kein Strom da, ne? Aber das ist, glaube ich, jetzt schon fertig dann, ne? Lass uns mal gerade Stromleitung gucken, dann sehen wir das doch, oder? Ja, aber die Leitung ist wahrscheinlich auch überlastet, oder? Obwohl 240, 480. Ich will hoffen, dass sie... Ja, müssen wir mal gucken. Lassen wir erstmal so. In der nächsten Folge machen wir weiter. Gibt noch viele Tipps in dem Video, die ich dann vielleicht auch beherzigen will. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir da rankommen. Ne? Alles klar, würde ich sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Danke, Mordrock, nochmal.